Hallo, hier spricht Peter. Ja, ich bin am alten Rathaus, wie ihr seht. Heute ist Samstag, der 14. September 2019. Und Herr Steinmeier war ja auch schon hier, wie ihr seht. Und es geht, also hier ist der Weg der Demokratie. So, jetzt kommt die super Herleitung. Heute gibt es eine Aktion von Amnesty International für Frauen, speziell in arabischen Ländern, die eben für ihre Rechte, ihre Menschenrechte, die ja mit Demokratie ganz eng zusammenhängen, immer Tücher, also Kopftücher, wie ihr seht hier, ich habe jetzt einen Schal, an eine Stange hängen und damit wedeln an der Straße. Das ist sozusagen im Moment so eine Protestaktion in arabischen Ländern. Und ich habe hier meinen Selfie-Stick genommen, ne? Blau TV, auf blauer Schal. Und das ist das Symbol heute eben, um sich solidarisch zu zeigen, heute am 14. September 2019 mit Frauen in arabischen Ländern, die gegen das Kopftuch demonstrieren bzw. stillen Protest machen, indem sie es hochhalten und eben wedeln. Ne? Seht ihr jetzt hier. So. Und tatsächlich, ich mache jetzt mal den Switch, dann seht ihr auch, dass ich ein bisschen Amnesty-mäßig angezogen bin, denn, was ist denn das? Irgendwie kann man das so umdrehen. Das war jetzt ein Foto. Auf jeden Fall, das war jetzt eine kurze Impression am Bonner Rathaus, wie ihr seht hier. Hier ist auch nochmal die Bonner Rathaus, die kleine Geschichte zusammengefasst. Und hier ist, wie gesagt, die berühmte Treppe. Hier ist der Markt. Damit ist, also dokumentiert sich heute am 14. September 2019 hier war und mich solidarisch mit Frauen in arabischen Ländern gezeigt habe, die eben gegen das Kopftuch, gegen den Kopftuchzwang demonstrieren. Das heißt nicht, dass wer das freiwillig trägt, das gerne tragen kann, sondern es geht um die zwanghafte Verordnung von Kopftüchern, die eben Frauen, wenn sie das nicht mögen, tatsächlich tragen müssen, sonst haben sie große Schwierigkeiten. Teilweise in arabischen Ländern werden verfolgt oder werden eben entsprechend bedrängt, dass sie das machen sollen. Ne, die Freiheit, sich zu entscheiden, hat auch eine Frau in Arabien. Das ist halt Menschenrecht. So, damit alles Gute und bis später. Es grüßt Peter. Ciao für Blau TV.